Es ist eigentlich nicht unbedingt meine Absicht, 2 Videos pro Woche zu machen, weil auch ziemlich aufwendig. Aber gerade in den letzten Tagen hat sich wieder so viel ergeben, so viel ereignet, dass es mir notwendig scheint, eine Zusammenfassung abzugeben. Vor allem etwas ausführlicher, als ich es in den wöchentlichen News-Sendungen von UFO-TV machen kann. Ja, es scheint fast sogar so, als würden wir uns in mancher Hinsicht einem Wendepunkt annähern. Und darum möchte ich einige Dinge analysieren und am Schluss auch so etwas wie eine eigene Theorie dazu abgeben. Also meine eigene Zusammenfassung und meine eigene Einschätzung, was zur Hölle da eigentlich gerade abgeht. Stehen wir vielleicht wirklich vor einer großen Enthüllung? Vor der großen Enthüllung? Oder zumindest vor einem wesentlichen weiteren Schritt dazu? Na gut, sprechen wir darüber. Ich schalte ins UFO-TV-Studio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachspiel. Nachspiel ist das Langformat auf diesem Kanal, in dem ich aktuelle Themen aufgreife und ein bisschen länger analysiere in unregelmäßigen Abständen, zusätzlich zu den regelmäßigen News-Sendungen, die ich jetzt seit einem Jahr jede Woche mache, also jede Woche eine halbe Stunde UFO-TV-News. Dazu gibt es manchmal Interviews oder Breaking News. Und eben das Format Nachspiel, das auf Dinge eingeht, über die es sich lohnt, ein bisschen länger zu reden. In diesem heutigen Nachspiel möchte ich insbesondere auf 3 Punkte eingehen. Erstens auf die Enthüllung des Journalisten Michael Schellenberger zu einem Geheimprogramm des Pentagon. Dann noch 2 kleinere Themen und vor allem auch ein neues Interview mit Lou Elizondo, das sich sehr von anderen Interviews mit ihm unterscheidet und das ich deshalb für wichtig halte. Und der dritte größere Teil ist dann eben meine Theorie, Theory of Everything. Wie passt das alles zusammen? Also weniger, wer sind die Aliens, wo kommen sie her, was wollen sie von uns, sondern die Frage, was ist mit dieser Geheimhaltung der USA und anderer Regierungen der Welt? Was wissen sie? Wenn sie was wissen, warum verheimlichen sie das? Wie verheimlichen sie das? Und was für Konsequenzen würde es haben, wenn sie das aussprechen? Also wie gesagt, nicht nur eine Analyse anderer Theorien, sondern sozusagen meine eigene brandneue Theorie, was da hinter den Kulissen alles passieren könnte. Doch beginnen wir am Anfang. Diese Woche hat Michael Schellenberger, ein Investigativjournalist, sich geäußert in einem neuen Artikel von ihm und hat darin einen neuen Whistleblower zitiert. Schellenberger ist ein Journalist zu verschiedenen Themen. Er schreibt hauptsächlich über Korruption und über Geheimhaltungen von Regierungen, nicht unbedingt nur den USA, aber natürlich vor allem zu allen möglichen Themen. Ich bin noch nicht immer auf seiner Seite, aber er publiziert, gut recherchiert und deckt Sachen auf. Ja, ein Investigativjournalist eben. Das für verschiedene Medien, unter anderem auch für sein eigenes. Das ist auf Substack und nennt sich Public. Ich werde den Artikel dann noch verlinken. Und er schreibt eher selten zum UFO-Thema. Ich glaube, voriges Jahr zum ersten Mal. Da ist er nach dem Auftritt von Grush, hat er selber nachher recherchiert und hat dann mit Kongressabgeordneten gesprochen und ist draufgekommen, dass über 30 Whistleblower sich bereits beim Kongress gemeldet haben. Ja, und quasi alles bestätigt haben, was David Grush so gesagt hat. Das war einer seiner ersten größeren Artikel zu diesem Thema. Seitdem hat er sich immer wieder geäußert, aber nicht groß, außer wieder jetzt. Sein neuer Artikel besteht aus 2 Teilen. Der eine befindet sich
offen für jeden zugänglich auf Public und behandelt eigentlich eher das allgemeine Thema. Verbirgt die US-Regierung etwas? Wer könnte es verbergen? Warum? Welche Stimmen wie Marco Rubio oder Donald Trump sagen, dass es da mehr zu wissen gibt? Und der Artikel endet knapp davor, bevor er wirklich auf das eingeht, was er jetzt neu herausgefunden hat. Das ist hinter einer Paywall. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Artikel trotzdem zu genießen, wenn man so will. Der eine offizielle Weg ist, man abonniert ihn bei Substack gratis und lädt sich dann auch noch die Substack-App herunter. Dann hat man die Chance, einen Artikel gratis herunterzuladen und ja, das habe ich dann auch getan. Das heißt, ich habe legal seinen Artikel. Er ist sicher auch schon an verschiedenen Stellen im Netz illegal zu finden. Aber man muss auch nicht unbedingt, man kann sich auch einfach Interviews mit ihm anhören und dann erfährt man quasi auch alles, was drin vorkommt. Das beste Interview in diesem Fall ist das mit Ross Coulthard auf dessen News Nation Show. Auch das werde ich verlinken. Dort erzählt er in Wirklichkeit alles, was man wissen müsste oder sollte, was alles in diesem Artikel vorkommt. Was man sich sparen kann, ist das Interview mit Joe Rogan. Das dauert zwar über 2 Stunden, aber fast 2 Stunden lang reden sie über Free Speech und ob man Drogen freigeben soll. Und vor allem redet Rogan. Der ist da irgendwie overhyped, keine Ahnung. Vielleicht hat er vorher trainiert und redet quasi in einem durch. Und auch als sie dann auf das Thema UFO eingehen, im letzten Drittel, eigentlich weniger als ein Drittel, kommt Schellenberger kaum zu Wort und kann kaum etwas über sein Thema durchbringen, während Rogan ihn mit seinen eigenen Ideen und Theorien niederwalzt. Also wer etwas über die aktuellen Sachen erfahren möchte, das Interview mit Ross Coulthard, der Originalartikel oder eben auch jetzt hier von mir zusammengefasst und auf Deutsch. Das Wesentliche. Es gibt einen neuen Whistleblower. Über die Person weiß man nichts. Schellenberger möchte weder sagen, ob die Person männlich ist oder weiblich, möchte nicht sagen, ob sie innerhalb der Geheimdienste oder des Militärs arbeitet oder vielleicht bei irgendwelchen Rüstungsindustriebetrieben, die damit zu tun haben. Also er verrät nichts über diese Person. Wir wissen aber sehr genau, was diese Person gesagt hat oder getan hat. Diese Person hat nämlich einen 25-seitigen Artikel, also Bericht mit sehr, sehr vielen Details verfasst und an den Kongress, an die entsprechenden Stellen weitergeleitet, wo man sich halt als Whistleblower hinmeldet, wenn man was zu sagen hat. Und Schellenberger hat den Bericht gelesen und erzählt einiges davon in seinem Artikel und eben auch im Interview mit Ross Coulthard. Das Wichtigste, was auch die meisten Schlagzeilen gemacht hat, jetzt in anderen Podcasts bereits und in Artikeln, ist also der Name. Denn er enthüllt einen Programmnamen. Man kennt bisher nur 3 Programmnamen. Also der eine ist dieses OSAP ATIP-Programm, Elizondo und Jay Stratton und so weiter. Darüber weiß man ja relativ viel mittlerweile, eben auch aus dem Buch Imminent von Elizondo. Dann das Programm, das nie zusammen zustande gekommen ist, Kona Blue. Auch darüber habe ich ausführlich auf diesem Kanal berichtet. Das von Arrow als Ablenkung geleakt wurde, aber wenn man sich es genau anschaut, auch sehr spannende Details verrät, ist aber nie zustande gekommen. Also über echte Programme gab es nie Namen. Es wurde zwar immer wieder von einigen UFO-Insidern gemunkelt, dass sie Programmnamen kennen, aber aufgrund von Geheimhaltungsverpflichtungen ihren eigenen Informanten gegenüber halt nicht sagen. Und Schellenberger, ein ziemlich harter Hund, wie ich sagen würde, wurde auch gewarnt davor, den Namen bekannt zu geben, aber er hat es trotzdem gemacht. Und jetzt haben wir diesen Namen. Der Name ist Immaculate Constellation, unbefleckte Konstellation sowie unbefleckte Empfängnis. Das heißt auf Englisch Immaculate Conception. Zu dem Namen ein bisschen später. Ich halte ihn jetzt nicht für so relevant, zumindest nicht in dem Zusammenhang, was der Herr Schellenberger so erzählt. Ja, was erzählt er also? Also offenbar ist dieses Programm
eine Art Überprogramm, ein Deckenprogramm oder Mutterprogramm, wie immer man das auch nennen möchte, das einige Funktionen für andere UFO-Programme innerhalb des Pentagons erfüllt. Offenbar oder angeblich wurde Immaculate Constellation 2017 gegründet und scheinbar als Reaktion auf den Leak der New York Times, als Lou Elizondo rausgekommen ist und der New York Times alles Mögliche über die Geheimprogramme des Pentagon erzählt hat, hat man offenbar Immaculate Constellation gegründet, um weitere Leaks zu verhindern. Die Hauptaufgabe scheint zu sein, eine Art Datenkrake zu sein, also alles abzugreifen an UFO-Informationen, bevor sie auch innerhalb der Geheimdienste oder innerhalb des Pentagons sich weiter verbreiten, alle Daten und Informationen zu sammeln und zentral zu horten und vor allem abzuschließen, dass niemand mehr ran kann, nicht einmal die meisten Mitarbeiter vom Pentagon oder von den Geheimdiensten. Offenbar bezieht sich das auch auf Material. Material heißt also Fotos, Video und vielleicht auch echtes Material, also gefundene Teile von Objekten. Dazu kommt auch noch die Verschleierung. Also dieses Sammeln bezieht sich nicht nur aufs Sammeln, sondern gleichzeitig auch, dass möglichst wenige Leute innerhalb und vor allem auch außerhalb der Geheimdienste tatsächlich etwas darüber erfahren, was da passiert und alles möglichst unter Verschluss zu halten. Das ist die Hauptaussage in diesem Artikel und in diesem, was der oder die Whistleblower-in zu dem Thema zu sagen hat. Es gibt aber noch ein paar Details, die erzählt werden, wie zum Beispiel, dass es sehr genaue Videos und sehr genaue Fotos gibt innerhalb dieser Datensammlung von diesem Programm und offenbar hat die Person auch einiges davon gesehen und auch manches an den Kongress weitergeleitet und scheinbar hat auch Schellenberger was gesehen, obwohl er sich darüber nicht besonders äußert. Und zwar offenbar werden hier so ziemlich alle Formen von Typen von UFOs bestätigt, die man halt so kennt. Dreiecke, untertassenförmig, Orbs und so weiter und so weiter. Dazu gibt es ein paar Detailberichte, die auch spannend sind, wie etwa einer, dass eine F-22, also die aktuell beste Kampfmaschine in der Luft der USA, von einer Gruppe von Orbs, ich glaube 12 oder so, nicht nur begleitet wurde, sondern dass die den Kampfjet aus dem Gebiet, wo er eigentlich tätig war, hinaus eskortiert haben oder eigentlich hinausgezwungen haben. Genau das, was Abfangjäger normalerweise machen, wenn ein Flugzeug unbefugt in den Luftraum von einem Land eintritt, dann nehmen sie das Flugzeug in die Zange und zwingen es aus dem Bereich. Und genauso haben das die Orbs mit einer F-22 gemacht, was sehr bedenklich ist. Außerdem waren die offenbar sehr, sehr knapp dran. Also ein von diesen Orb war sehr knapp vor der Schnauze, vor der Nase des Flugzeugs. Und der Pilot hätte versucht, es abzuschütteln durch Manöver, sowohl links, rechts, oben, unten, als auch durch Drehbewegungen. Aber das Ding wäre sozusagen auf den Zentimeter genau immer dran gepickt und hätte das Flugzeug nie verlassen. Also eines der wichtigsten Kampfflugzeuge der USA abzulenken und herauszuzwingen von seiner Bahn, ist schon ein großer Vorfall. Ein anderer Vorfall war auf einem Flugzeugträger, wo offenbar ein Orb, glaube ich, jedenfalls eine Lichterscheinung vom Himmel herab geschwebt sei und alle Leute, die an Deck waren und das beobachtet hätten, wären quasi hypnotisiert gewesen. Sie hätten das Ding zwar angesehen und dem Ding zugeschaut und auch nachher gewusst, dass sie das gesehen haben, aber sie wären handlungsunfähig gewesen, irgendwas zu tun, irgendwas zu unternehmen. Das war jetzt weniger eine technische Bedrohung,
aber halt eine psychische Beeinflussung. Und auch das ist natürlich ein Problem für die USA, für jedes Militär der Welt, wenn eine feindliche Macht offenbar in der Lage ist, das Personal zu beeinflussen auf eine Art oder auf die andere Art. Ja, Schellenberger hat dann noch geschrieben, dass er, und auch erzählt, dass er das noch von unabhängiger Seite bestätigt hat. Also andere Personen, die er kennt, hätten ihm bestätigt, dass dieses Programm existiert und dass der Name existiert. Das waren auch die, die ihn dann gewarnt haben, es auszuplaudern. Und diese Personen seien laut seinen Auskünften, und er ist wirklich ein genauer Journalist, der hat genau überprüft, wer, wann, wie, wo, was. Und das sind andere Personen, die offenbar überhaupt nichts mit dieser Whistleblower-Person zu tun haben, sondern ja, offenbar vollkommen unabhängig sind, aber trotzdem den Namen bestätigt haben. Er hat noch ein paar andere Details erwähnt, die werden teilweise wörtlich im Artikel zitiert, also aus diesem Bericht dieses Whistleblowers werden wörtlich Passagen zitiert. Da geht es um UAPs, wobei man natürlich nie weiß, ob damit jetzt Aliens gemeint sind, und auch um Alien Reproduction Vehicles. Das ist ein etwas umstrittener Begriff, weil der wird vor allem von Greer und von ein paar anderen Leuten verwendet, um auf Technik zu verweisen, die die USA bereits back-engineert hätte, reverse-engineert hätte und halt selbst damit herumfliegt. Aber das muss natürlich nicht unbedingt das bedeuten. Es steht einfach nur drin, dass es um die Beobachtung all dieser UAPs und ARVs geht. Diese Bestätigung, die von der Schellenberger spricht, hat sich dann auch nachher erweitert. Also mehrere Leute aus der UFO-Community haben dann nachher gesagt, ja, sie können das bestätigen, sie kannten den Namen des Programms bereits, haben ihn aber aufgrund ihrer eigenen Verpflichtungen ihren Informanten gegenüber nicht erwähnt. Dazu gehört Jeremy Corbell, der das gesagt hat, dazu gehört Daniel Sheehan, der ja auch sehr tief in der Materie drinsteckt, und auch Matt Ford. Matt Ford hat in einem interessanten, längeren Gespräch mit zwei Anwälten, die dabei sind, alles Mögliche rund um die Enthüllung zu klagen, also Leute, die das geheim halten, beziehungsweise auch Whistleblower unterstützen mit zwei Organisationen. Ich werde das verlinken, das ist jetzt aber nicht das Thema. Jedenfalls hat er da erwähnt, dass man auf den Namen noch achten sollte. Also nicht nur Immaculate Constellation, sondern man solle auf mehrere weitere Namen achten, die ebenfalls mit Immaculate beginnen. Jetzt gibt es natürlich oft Kritik, vor allem im Internet, Twitter und so weiter, die sagen, ja, jetzt kommen sie raus und behaupten, sie haben es immer schon gewusst. Das ist ganz klar, das ist ganz logisch. Ich bin Journalist, ich habe darauf auch auf Twitter an einer Stelle mal geantwortet. Wenn mir jemand etwas im Vertrauen sagt und ich darf es bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht sagen, dann sage ich es nicht. Ich bin ja hauptsächlich Medienjournalist gewesen früher. Also wenn mir irgendjemand gesagt hat, ein bestimmter Verlag geht demnächst pleite oder eine Filmfirma wird demnächst einen neuen, tollen Spielfilm herausbringen. Ich darf das aber nicht sagen bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dann sage ich es nicht. Warum sage ich es nicht? Weil ich es versprochen habe, weil ich meine Glaubwürdigkeit behalten möchte und weil ich unter Umständen denjenigen, der mir das gesagt hat, nicht in Schwierigkeiten bringen kann. Weil vielleicht wissen nur zwei Leute davon und dann weiß der eine, dass der andere das ausgeplaudert hat. Wenn dann aber irgendjemand anderer in irgendeinem anderen Zusammenhang diese Information leakt und auf einmal steht in der Zeitung, ja, der Verlag so und so geht ein. Dann kann ich muss natürlich nicht, aber dann kann ich sagen, ja, ich kann das bestätigen, ich weiß das auch schon seit längerer Zeit von Insidern, aber ich durfte es bisher nicht sagen. Warum kann ich das dann sagen? Weil ich damit meine Person nicht mehr in Gefahr bringe, denn die Information ist bereits draußen und ich bringe meine Glaubwürdigkeit meinen Quellen gegenüber nicht in Gefahr. Es gibt immer wieder solche Sachen, die man weiß. Gerade in der österreichischen Politik und Journalismus gibt es eine lange Tradition, nicht über sexuelle Eskapaden von Politikern zu reden, weil man das als nicht relevant für den Job und für die Politik
angesehen hat. Da gibt es Geschichten über gute Familienväter in konservativen Parteien, die nebenbei homosexuelle Beziehungen gehabt haben oder um Leute, die eine parallele Familie geführt haben. Ich kannte persönlich eine Person, das war die Geliebte von einem Minister. Aber es gibt keinen Grund, das auszuplaudern. Egal, ob man mit der Politik, mit der Person einverstanden ist oder nicht. Ich weiß nicht, wo das, oder in vielen Ländern wie in England und Amerika wäre das natürlich sofort ein Thema. Aber es gibt auch andere Länder, wo man darüber nicht spricht, weil es nicht relevant ist. Und natürlich auch, weil man die Leute, die einem das erzählen, nicht unbedingt gefährden will. Das heißt nicht, dass ich der irre Geheimnisträger bin, aber im Laufe der Jahrzehnte hört man halt das eine oder andere. Darum finde ich das vollkommen okay, dass wichtige UFO-Informanten oder UFO-Insider nachher Dinge bestätigen, die sie schon gewusst haben. Und wenn man Corbell für glaubwürdig hält, ist das für einen eine Bestätigung. Wenn man Sheeran für glaubwürdig hält, ist das eine Bestätigung. Wenn man die Personen sowieso nicht für glaubwürdig hält, ist das halt ein weiterer Beweis dafür, dass sie halt nur groß plaudern. Wie auch immer. Ein letzter Punkt noch zu Schellenberger und seiner Enthüllung. Ja, der Name. Also Immaculate Constellation. Klingt seltsam, aber was weiß man? Geheimprogramme können alle möglichen Namen haben. Es klingt natürlich, wie gesagt, wie Immaculate Conception. Das ist das englische Wort für unbefleckte Empfängnis. Also das, was man im Christentum in Verbindung bringt mit der Geburt von Jesus. Es klingt also schon ein bisschen heilig. Und unbefleckte Konstellation. Eine Konstellation kann alles sein. Ne? Das können verschiedene Leute sein, die zusammen eine bestimmte Konstellation abgeben. Aber es kann natürlich eine Constellation, also eine Gestirnskonstellation sein. So im Sinne von einem Zodiac-Zeichen, also von einem Sternzeichen. Ja? Es gab ja schon früher Geheimprogramme, wahrscheinlich in den USA, die Zodiac oder so ähnlich geheißen haben. Warum unbefleckt, rein, sauber? Es hat schon ein bisschen was Esoterisches oder Mystisches an sich. Man kann natürlich spekulieren, aber wie gesagt, Constellation verweist am wahrscheinlichsten auf die Sterne. Vielleicht wird man das noch irgendwann mal erfahren. Vielleicht auch nicht. Und vielleicht kommen ja noch mehr Programmnamen raus, die das mit sich, die das ebenfalls beinhalten. So, kurze Überprüfung, ob ich mit dem Thema durch bin. Ja, viel mehr hat Schellenberger nicht gesagt und viel mehr hat er nicht zu sagen, solange wir nicht die Person direkt vor der Kamera haben, die das gesagt hat, die diese Dinge ausgeplaudert hat, werden wir es wohl auch nicht erfahren. Es gilt also abzuwarten. Was natürlich möglich ist, ist, dass diese Person sich, wenn sie sich sicher fühlt, auch vor dem Kongress aussagt, vielleicht eben bei diesen demnächst kommenden neuen, bei der demnächst kommenden neuen Anhörung. Genau, eins noch, was Schellenberger gesagt hat: die Leute, mit denen er gesprochen hat, hatten alle Angst. Und zwar viel Angst. Und er sagt, er hat seit Jahrzehnten in allen Themen mit Whistleblowern zu tun und er kann das ganz gut abschätzen, weil niemand ist so ein guter Schauspieler. Nicht einmal Schauspieler sind so gute Schauspieler, hat er gesagt. Aber die Leute, mit denen er zu tun hat, in dieser Hinsicht, haben viel Angst. Und offenbar auch mehr, als wenn sie über andere korrupte Dinge oder geheim gehaltene Dinge aussagen. Was immer das auch heißt. Wir merken uns das für meinen Schluss, für meine Zusammenfassung. Kommen wir nun zu etwas anderem. Kommen wir zum Interview, zu einem Interview ist fast zu wenig, eine Mini-Doku mit Lou Elizondo. Diese war auf dem Kanal von Jesse Michaels, also American Alchemy, über den habe ich vor kurzem erst berichtet, als er James Vox zu Gast hatte, in Bezug auf dessen neue Doku, die demnächst rauskommt. Und Jesse Michaels hat immer wieder große Sachen gemacht. Unter anderem hat er einen großen, langen Bericht gemacht über David Grush, der einzige Große dieser Art. Damals in Zusammenarbeit mit Amar,
von Yes Theory, einem sehr großen, besonders bei jüngeren Sehern bekannten und beliebten Kanal auf YouTube. Und auch dieses Interview, auch dieser Bericht wurde mit diesem Amar durchgeführt. Es ist nicht das einzige Interview, das Lou Elizondo in der letzten Zeit gegeben hat, zu den vielen, über die ich bereits berichtet habe auf dem Kanal. Unter anderem hat er vor kurzem der Mayim Bialik, wie man sie auch immer ausspricht, Mayim Bialik, ein Interview gegeben. Wem der Name nicht sagt, sie ist die Schauspielerin, die in The Big Bang Theory die Amy gespielt hat. Also die Freundin von Sheldon, die auch tatsächlich, also die Frau Bialik ist ja tatsächlich auch eine Wissenschaftlerin und die hat einen eigenen Kanal und da war auch Elizondo, darüber berichte ich vielleicht nächste Woche kurz, aber da hat er nichts Besonderes gesagt. Im Gegensatz zu diesem Jesse Michaels Bericht. Der ist nämlich voll von Sachen, die spannend sind. Nicht sehr viele davon sind neu, aber manche davon sind neu und im Zusammenhang ist das ganze Ding meiner Meinung nach ein richtiges Erlebnis. Ungefähr bei der Hälfte hatte ich so ein bisschen das Gefühl dieses sagenumwobenen ontologischen Schocks, der ja immer wieder erwähnt wird, wenn man sozusagen vor der Enthüllung der Wahrheit steht oder vor einer Wahrheit, die man vorher nicht kannte. Darüber habe ich auch schon öfters gesprochen. Ein ontologischer Schock kann alles sein, keine Ahnung. Man kommt drauf, dass der Partner, mit dem man jahrelang verheiratet war, in Wirklichkeit ein russischer Geheimagent ist oder ein amerikanischer Geheimagent. Dann hat man so etwas wie einen ontologischen Schock, weil dann plötzlich alles, was man bisher im Leben gewusst hat, eine neue Dimension bekommt oder eine neue Wertigkeit. So spricht man auch von der Enthüllung rund um UFOs. Und ich hatte so einen mini-ontologischen Schock bei dieser Doku, also Doku, bei diesem langen Interview, einfach weil sich die Dinge so zusammenfügen. Dazu möchte ich am Schluss nochmal eingehen zu meiner eigenen Theorie. Aber ich bin jemand, der jetzt schon seit langen Jahren und vor allem seit einem Jahr für den News-Kanal ganz genau beobachtet, was da alles so vor sich geht. Und manches ist seltsam oder absurd. Aber sehr, sehr, sehr vieles fügt sich zusammen wie Puzzleteile. Und das ist insbesondere bei dieser längeren Sendung von Jesse Michaels auf American Alchemy der Fall. Auch der hat schon sehr viele Sachen vorher berichtet, die ich interessant fand und die zitiert er teilweise auch. Und das Ganze ergibt ein passendes, schlüssiges Bild und ein sehr eigenartiges. Bevor ich darauf in meiner Theorie zu sprechen komme, noch ein paar Details, die drin vorgekommen sind. Eines ist ein seltsames kleines Detail. Die Sendung besteht aus einer Mischung aus verschiedenen Interviews, die im Laufe von 2 Jahren passiert sind. Also einige davon sind schon vor 2 Jahren gemacht worden, als Michaels und Amar halt den Elizondo besucht haben bei ihm zu Hause und sie dort eine größere Wanderung unternommen haben und gemeinsam sich unheimliche Begegnungen der dritten Art angeschaut haben. Und da hat er schon viele interessante und philosophische Dinge gesagt. Und offenbar ein neues, vor kurzem stattgefunden ist. Und das ist halt eine Mischung daraus. Und dazu kommen noch Interviewsegmente mit anderen Leuten, die Michaels im Laufe der Zeit interviewt hat. Puthoff, Vallée und so weiter und so weiter. Eric Weinstein und so weiter und so weiter. Das neue Segment wurde aufgenommen in einem Freimaurertempel. Freimaurer sind zwar eine Geheimgesellschaft, aber man weiß, dass es sie gibt. Und wenn man im Telefonbuch nachschaut, kann man nachschauen, wo der nächstgelegene Freimaurertempel ist. Und wir haben halt, warum auch immer, die Kulisse dieses Freimaurertempels gewählt, um das Interview zu machen. Ich meine, es ist nicht ganz unlogisch, was ja auch in diesem Interview vorkommt, ist zum Beispiel, dass fast alle wichtigen Astronauten Freimaurer waren. Und auch viele Leute aus dem Raumfahrerprogramm. Und dass sogar einer von den Astronauten, was jetzt Mitchell, ich weiß nicht, hat auf dem Mond die erste Freimaurerloge auf dem Mond gegründet und sogar eine Fahne dort hinterlassen oder sowas ähnliches. Und die Hauptabschussrampe der Apollo, glaube ich, Missionen, die Abschussrampe 33,
soll auch voll von Freimaurersymbolen sein und 33 ist die höchste Stufe, die man erreichen kann innerhalb der Freimaurer. Also. Na gut, wie auch immer. Geheimgesellschaft hin oder her, das Interview wurde dort eben abgehalten und der Türsteher oder Bewacher dieser Institution ist ein älterer, sogar sehr alter Herr, ein schwarzer Gentleman, und der wusste nicht, wer da jetzt kommt und was für ein Interview das ist, aber als er den Elizondo erkannt hat, hat er was erzählt. Das war übrigens in Washington. Er hat erzählt, dass er selber Augenzeuge war von dem sogenannten Washington Flyover oder Washington Flap. Das war Anfang der 50er Jahre, als mehrere Jets UFOs verfolgt haben, die an zwei Wochenenden hintereinander, glaube ich, über Washington, auch über das Weiße Haus oder Kapitol geflogen sind. Das ist ein sehr berühmter Fall, man kann ihn nachschauen, nachlesen. Er kommt auch bei James Fox in The Phenomenon vor. Ich mag da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber dieser Herr ist halt ein Augenzeuge davon und hat das erzählt, wie er als, glaube ich, Siebenjähriger oder sowas ähnliches das angeschaut hat. Er ist jetzt über 80. Und er hat dann noch erzählt, dass er auch einige Jahre später auch in Washington zusammen mit Freunden ein quallenförmiges UFO gesehen hat, ungefähr in der Größe eines Kleinwagens. Er hat es von unten gesehen, es hat ausgeschaut eben wie eine Qualle von unten, die sich auch mit quallenartigen Bewegungen in den Himmel erhoben hat, bis sie weg war. Also das war nicht während des Washington Flyovers, das war später. Was auch interessant ist, weil mir in der letzten Zeit immer mehr Berichte über Quallen-UFOs oder UAPs unterkommen. Was immer das jetzt auch heißt. Jedenfalls, das war interessant, das war ein Zufall, das war nicht geplant, wenn es überhaupt Zufälle gibt in dem Zusammenhang. Und sie haben ihn auch dann dort interviewt und er hat einiges darüber erzählt. Die verschiedenen Interviewteile wiederholen einiges, was schon bekannt ist, was auch Elizondo schon öfter gesagt hat. Nicht so viel wie in anderen Interviews. Also es ist schon eher immer ein neuer Take. Das liegt auch an Michaels und an seinen Nachfragen. Und es geht sehr oft ins Philosophische. Was bedeutet das, wenn wir besucht werden? Oder ins Politische. Was bedeutet das, dass die Regierung das verheimlicht? Und ins Technische, welche Möglichkeiten der Antriebe gibt es, was auch immer. Aber ich kann jetzt nicht das gesamte Ding, es ist gar nicht einmal so lang, ich glaube, es ist etwas über einer Stunde, ich kann nicht das ganze Ding jetzt wiederholen. Ich empfehle es allerdings sehr. Ich glaube, 1,5 Stunden, egal. Ich empfehle es jedenfalls sehr, sich anzuschauen, wenn man gut genug Englisch kann oder halt die Untertitel einschalten. Was kann man daraus mitnehmen? Einiges. Erstens, Lou Elizondo weiß mehr. Das dringt an vielen Stellen durch. Wenn er zögert, wenn er sagt, darüber kann er nicht sprechen, wenn er sagt, das ist eine sehr interessante Frage, gut, dass du das fragst, ohne sie zu beantworten, man kriegt wirklich mit, dass er einiges noch weiß, über das er nicht sprechen kann. Das sagt er ja auch. Und man kriegt auch mit, dass einiges davon unangenehm ist oder ja nicht so schön. Und das betrifft nicht nur die Geheimhaltung und die Leute, die da vielleicht Verbrechen begangen haben wegen dieser Geheimhaltung, sondern das betrifft offenbar auch das Phänomen selbst. Dazu am besten den letzten Teil an. Schon ganz am Schluss fragt ihn eben Michaels genau das. Er fragt ihn, er wirkt immer so, als wäre ein bisschen bedrückt, und das hat er auch ein paar Mal gesagt. Und er hat gesagt, dass imminent auf ein bevorstehendes Ereignis hinweist. Und er hat ihn direkt auf den Kopf zugefragt, ob es da Dinge gibt, die ja unangenehm sind und ob er was darüber sagen kann. Und Elizondo wirkt da wirklich sehr, sehr geknickt fast, geht sehr in sich und antwortet dann darauf nur in der Form, dass er sagt, dass er nicht zu viel dazu sagen kann. Er kann nur dazu sagen, es ist dringend an der Zeit, dass eine Enthüllung passiert. Denn, so wie er sagt, wir haben keine Zeit mehr. Es ist eigentlich schon fast zu spät. Was immer das auch bedeutet. Ich weiß es nicht. Er hat jedenfalls nicht so gewirkt, als würde er huhu sagen, ja, und 2026 kommen die Aliens oder sonst was. Er hat wirklich gewirkt, als wüsste er da Dinge, die nicht so angenehm sind, und es wird Zeit, sozusagen,
uns zu öffnen oder neue Dinge zu erfahren. Es gab auch immer wieder Bewusstseinsaspekte, die da angesprochen worden sind. Die scheinen ja auch mit allem immer zusammenzuhängen. Politisch fand ich sehr interessant den Bereich über die beiden Präsidenten namens Bush. Bush Senior, das weiß man ja, war CIA-Chef. Man weiß, dass er ziemlich sicher involviert war ins UFO-Wissen, als CIA-Chef wohl ziemlich sicher sogar. Und sein damaliger, ich glaube, Außenminister war der Cheney, von dem man ja sagt, dass er mittlerweile der Top-Hüter der Geheimnisse ist. Und man weiß, dass sie zum Beispiel Präsident Carter abgeschmettert haben. Also Carter, als der einiges wissen wollte, haben sie ihm gesagt, dass ihn das nicht angeht. Oder halt nicht im Detail. Was neu war, war eine Ergänzung zu etwas, was wir schon wussten. Vor einem Jahr, im November, bei der Gründungskonferenz der Soul Foundation, gab es mehrere Vorträge. Ich empfehle allen Leuten, sich alle Vorträge anzuhören. Sie sind jeweils nur eine halbe Stunde lang. Und jede für sich ist auf die eine oder andere Art augenöffnend. Ich habe darüber eh auch mal was Längeres gemacht, wo ich alle vorgestellt habe. Kann man sich auch anschauen und sich ein bisschen vielleicht was ersparen, aber grundsätzlich empfehle ich alle. Und damals hat der Hal Puthoff, wer nicht weiß, wer das ist, bitte selber nachschlagen, CIA, Remote Viewing, Skinwalker Ranch, OSAP, ATIP, also ein Mann, der schon seit Jahrzehnten immer dabei ist, hat bei seinem Vortrag von einer Geschichte erzählt, dass er nach Washington gebeten wurde, Anfang der 2000er, und an einer Konferenz teilgenommen hat, wo man darüber beraten hat, ob man UFO-Informationen der Öffentlichkeit freigeben sollte. Und am Anfang waren alle Teilnehmer, naja, klar muss man das. Und dann nach zwei Tagen Beratung und vielen Details haben dann alle einstimmig gesagt, nein, das können wir nicht machen und die Öffentlichkeit ist nicht bereit dazu. Das hat Jesse Michaels in dem Interview Elizondo erzählt, der nicht wusste, dass Hal Puthoff darüber gesprochen hat. Er hat darauf gelacht, war extrem amüsiert und hat gesagt, ha, schau an, ich wusste nicht, dass das schon offen ist. Also ich hätte nie darüber geredet, aber ja, natürlich hat es diese Konferenz gegeben. Und sie haben einige Details hinzugefügt, die der Puthoff nicht gesagt hat. Michaels hat einige hinzugefügt, er scheint das auch von anderen Seiten zu hören. Offenbar haben damals George W. Bush, also Bush Junior, und sein zu diesem Zeit dann Vizepräsident Cheney ernsthaft erwogen, diese Informationen allgemein bekannt zu machen. Sie wollten offenbar eine UFO-Disclosure und haben dann diese Konferenz gemacht und sich dann dagegen entschieden. Dass es die Konferenz gab, hat der Puthoff ja bereits erzählt. Aber dass da Cheney und Bush dahinter waren und dass es ernsthafte Überlegungen gab, damals an die Öffentlichkeit zu gehen mit dem Wissen, das war neu. Das war zumindest mir neu. Und eine der brisantesten Dinge in diesem langen Interview war etwas, das gar nichts mit Elizondo direkt zu tun hat, nur indirekt. Als Elizondo rausgekommen ist mit seinem Buch, Imminent, hat er ja viele Interviews gegeben und gibt es ja noch immer. Unter anderem auch Ross Coulthard. Und Ross Coulthard hat mit ihm eine einstündige Sendung auf News Nation gemacht. Und bei dieser einstündigen Sendung auf News Nation, auch eine Art Mini-Doku, hat er ihn auf verschiedene Arten interviewt, auch seine Frau interviewt, die unter anderem diese Orbs in der Wohnung bestätigt haben, hat und noch einige Sachen hineingeschnitten aus anderen Interviews, die er früher gemacht hat, zum Beispiel mit Dr. Gary Nolan, zu dem Thema Caudate Putamen, das ist ein Teil in der Gehirnmitte, das offenbar beide Gehirnhälften verbindet, und dieses Caudate Putamen ist offenbar bei Leuten, die Erfahrungen haben, vergrößert, wobei man nicht weiß, ob die durch die Erfahrung größer geworden sind oder ob sie Erfahrungen haben, weil sie von Natur aus eine Vergrößerung haben. Es ist ein ganzes Kapitel dazu, gibt es im Buch von Elizondo, übrigens ein kleiner Verweis, auf diesem Kanal in Nachspiel habe ich das ganze Buch von Elizondo ebenfalls vorgestellt, Kapitel für Kapitel, Link in der Beschreibung, und wer mag, kann dort sich natürlich auch den Bereich näher anhören. Aber in dem News Nation Artikel wurde ein Gehirnscan gezeigt,
der wurde offenbar schon öfters gezeigt oder früher gezeigt oder von Gary Nolan gezeigt. Und der zeigt eine Gehirnveränderung. Ob das direkt mit dem Caudate Putamen zu tun hat, an der Stelle weiß ich nicht. Es geht nämlich offenbar eher um eine Gehirnverletzung. Und rund um diesen Scan stehen einige sehr interessante Texte. Und Jesse Michaels ist der Erste, zumindest der Erste, der, wo es mir bewusst ist, der das angehalten hat, das gelesen hat und gesagt hat, hoppala, was steht denn da eigentlich? Was steht da eigentlich? Ich werde es dann eh einblenden. Also, oben drüber steht Interference Syndrome Injury. Also, Interferenz. Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Also, durch äußere Einwirkung. Eindringen. Das Eindringen. Interference ist Einmischung. Also, durch eine äußere Quelle, Einmischung, was auch immer, durch ein Eindringen wurde etwas bewirkt, Interference Syndrome, Injury, also Verletzung. Dazu muss man wissen, dass Gary Nolan zum ersten Mal in die Sache involviert wurde, als das CIA oder andere Geheimdienstteile ihm Krankheitsbilder von Leuten gezeigt haben, die ein Problem hatten. Das hat mit Havanna-Syndrom zu tun, aber offenbar auch mit Begegnungen mit UFOs. Er hat oft darüber gesprochen, nur was die Symptome sind und wie sie sich ähneln. Aber ja, natürlich nicht, wer die Personen sind, aber sie sind offenbar aus Geheimdienst- oder Militärkreisen. Diese Person wird auf dem Scan natürlich nicht erwähnt, aber es steht ziemlich genau, wer die Person ist. Sie ist nämlich ein CEO-Executive, also ein Chef, ein Executive aus dem Vorstand wovon, das steht nämlich auch dort, von DOE Advanced Propulsion Gravity Research. DOE ist das Department of Energy. Und wie man weiß, sind dort, oder wie UFO-Forscher immer wieder behaupten und auch teilweise belegen können, im Energieministerium der Vereinigten Staaten sind viele Geheimnisse verborgen und vergraben. Das erzähle ich dann am Schluss auch nochmal in meiner Theorie. Und was hat dieses Department of Energy offenbar? Es hat offenbar eine Advanced Propulsion Research. Gut, das wundert jetzt vielleicht nicht. Viele Teile der amerikanischen Institutionen haben Forschungen für Advanced Propulsion, also für fortgeschrittene Antriebe, aber Advanced Gravity Propulsion, also fortgeschrittene Gravitationsantriebe im DOE, im Department of Energy, das ist schon beachtlich. Und offenbar ist dieses Ding schon lange im Umlauf und keiner hat genau hingeschaut. Und auch Jesse Michaels hat gesagt, er hat mit sich selbst gerungen, als er das entdeckt hat, ob er das öffentlich machen soll. Diesen Scan kann man sich jederzeit anschauen, auf News Nation, aber offenbar schon in einem früheren Interview mit Gary Nolan. Und das ist noch nicht alles. Es gibt noch einen Teil. Dort steht dann auch noch Threat, also Gefahr, was immer das auch in diesem Zusammenhang heißt, also vielleicht einfach, dass es eine Verletzung darstellt. Post-PRC-Visit, nach PRC-Besuch. Darüber bin ich ein bisschen gestolpert, aber im Internet, auf Reddit, wurde ich dann fündig und PRC ist die amerikanische Redewendung, also so sagt man, wenn man über China spricht, also über das große China, nicht über Taiwan. Das heißt nämlich People Republic of China. Jetzt weiß ich nicht, ob das heißt in dem Zusammenhang, aber man könnte vermuten, dass es bedeutet, dass dieser CEO, der mit Gravitationsforschung zu tun hat, nach einem Besuch in China diese Gehirnschädigung erfahren hat.
was wieder Richtung Havanna-Syndrom deuten würde, für das ich kein Spezialist bin. Aber jedenfalls wirklich hochinteressant. Weil diese Gravitationsgeschichte, auf die gerade Jesse Michaels immer wieder hinweist, ist nämlich etwas, was sich auch wie ein roter Faden in Sachen Geheimhaltung rund um UFOs seit Jahrzehnten dahin zieht. Dazu kommen wir dann auch gleich. Vorher noch zwei kurze andere Themen. The Debrief ist eine Online-Zeitschrift, technisch, politisch, militärisch, die ja unter anderem den ersten Bericht über David Grush gebracht hat. Und The Debrief hat jetzt vor kurzem noch einen Meinungsartikel veröffentlicht, und zwar von Tim McMillan. Das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von The Brief und auch einer der Gründer dieser Plattform. Und der hat einen langen Artikel darüber geschrieben, kann es eigentlich ein geheimes UFO-Programm geben? Wie wahrscheinlich ist das? Bezug nehmend auf Schellenberger und sein Immaculate Constellation. Und ich finde den Artikel sehr interessant, der ist offen zugänglich, ich werde ihn verlinken. Er ist sehr interessant und eigentlich auch ein bisschen verstörend, denn er bringt sehr viele historische Beispiele, sehr viel historisch Unangenehmes, was das CIA und was die US-Militärs und Geheimdienste im Laufe der Zeit alles bereits vertuscht haben und was bereits an schlimmen Dingen sie so gemacht haben im Laufe der Zeit. Ja, da gibt es irgendeine Geschichte, wo die Militärangehörigen lange quasi auf einer Mülldeponie gedient haben, wo halt Dinge verbrannt worden sind und die dann alle krank wurden und so. Also, ja, es gibt viele grausliche Dinge in der Sache. Also wenn jemand sagt, ja, aber die CIA würde sowas nicht tun, ja, also die CIA hat schon alles Mögliche getan. Und nicht nur die CIA. Aber ein Ding ist mir besonders aufgefallen und das ist dann auch wichtig für den Rest. Er hat von einer Geschichte erzählt, wo zwei Angehörige, Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter von der Area 51 das Militär und die Regierung geklagt haben, weil sie gesundheitliche Schäden haben von unbekannten Chemikalien. Und es ging ihnen einerseits um eine Wiedergutmachung oder um dafür, dass sie Geld dafür bekommen. Andererseits ging es ihnen aber auch darum, dass die Chemikalien, der Name und die Bestandteile freigegeben werden, damit sie behandelt werden können. Das war offenbar schon in den 90er Jahren. Das war auf jeden Fall vor der offiziellen, bevor offiziell zugegeben wurde, dass es die Area 51 überhaupt gibt. Und die waren recht erfolgreich mit ihrer Klage. Sie haben das bis vor einen, weiß nicht, Bezirksrichter oder sogar einen größeren Richter gebracht. Und das Militär, die Regierung hat gesagt, sie können das nicht machen, weil sie würden damit Geheimnisse freigeben, unter anderem würden sie auch die Existenz einer geheimen Basis freigeben, deren Existenz gar nicht, die gar nicht existiert oder von der man nicht sagen darf, dass sie existiert. Und das Gericht hat das abgeschossen und hat dann gesagt, nein, das gilt nicht. Sie müssen die Sachen trotzdem freigeben. Und kurz bevor sie das getan haben, hat der Präsident, damals Clinton, ein Edikt erlassen, in dem drinnen steht, quasi, dass die militärischen Einrichtungen, insbesondere um Groom Lake, also Area 51 herum, tabu sind für jegliche Gerichtsprozesse aller Art. Die sind ausgenommen. Das kann er als Präsident offenbar mit einem Edikt machen. Die sind ausgenommen von verschiedenen Nachforschungen und juristischen Verfolgungen. Das Verfahren wurde eingestellt. Die beiden Herren sind dann irgendwann nochmal gestorben und in der Obduktion und auch vorher hieß es schon, sie haben Veränderungen, die man nicht kannte und offenbar von Chemikalien, die selbst den führenden Köpfen der damaligen Medizin und Chemie nicht bekannt waren. Clinton überrascht mich jetzt, weil eigentlich war Clinton derjenige, der Sachen offenbaren wollte und seine Frau dann auch später. Kann natürlich sein, dass man ihn damals unter Druck gesetzt hat oder gesagt hat, das muss jetzt unbedingt geheim gehalten werden, weil da gibt es so geheime Dinge, die können wir nicht ausplaudern. Auch dazu dann am Schluss. Überhaupt sollte man sich das merken,
Weil der Herr Macmillan kommt zum Schluss, dass wenn das tatsächlich so ist, dass solche Dinge geheim gehalten werden, es nicht nur darum geht, dass wir wissen, dass es Außerirdische oder UFOs gibt, sondern das würde eine massive Verfassungskrise bis hin zu einer Krise um das Präsidentenamt auslösen. Wie gesagt, da zum Schluss nur gut merken. Und dann ist mir noch zufälligerweise ein Video untergekommen. Ob es in diesem Zusammenhang überhaupt so etwas wie Zufälle gibt, ist natürlich die Frage. Manche sagen, das Phänomen kommuniziert mit uns durch Zufällen, auch durch Synchronizitäten. Ich glaube, der Jeffrey Kripal hat das gesagt, also einer dieser Religionsforscher, die sich mit dem Phänomen beschäftigen. Wie auch immer, jedenfalls ist mir ein Video untergekommen von Grant Cameron, ebenfalls ein UFO-Forscher, ich glaube ein Kanadier. Ich habe über ihn auch schon öfters gesprochen. Und der hat vor 7 Jahren oder 6 oder 7 Jahren ein Video hochgeladen, das mir halt jetzt in die Timeline gespült wurde, wo er zwei Damen interviewt, zwei ältere Damen. Ich kann nicht sagen, wie alt sie sind, über 70 würde ich mal schätzen. Und ich weiß auch nicht, wann das Interview aufgenommen wurde. Es schaut nach einer VHS-Kassette aus, die hochgeladen wurde. Also das Interview war sicher nicht vor 7 Jahren, sondern schon länger zurück. 90er, Anfang 2000er, ich weiß es nicht. Ich gehe nicht auf alle Details in diesem Video ein, nur grundsätzlich, die beiden Damen stammen aus einem kleinen Ort. Sie sind Schwestern. Und ihr Vater war ein Pastor oder Pfarrer. Ich nehme an, ein Pastor, ein wahrscheinlich evangelischer. Und der hat ihnen beiden unabhängig einmal von einem Vorfall erzählt. Er hat gesagt, eigentlich dürfte er darüber nicht sprechen, aber er findet es wichtig, dass es jemand weiß, zumindest in der Familie. Er hat mit beiden nie wieder nochmal darüber gesprochen, er hat in beiden einmal die Geschichte erzählt. Und die Geschichte ist, dass er nach Washington gerufen wurde, er und viele andere Pfarrer, Priester verschiedener Denominationen, um darüber zu beraten, wie man damit umgehen soll, wenn es bekannt wird, dass es vielleicht Außerirdische gibt und dass man Seelsorge und sie waren beauftragt, seelsorgerisch tätig zu sein für Leute, die damit in Kontakt gekommen sind. Das Brisante daran ist, das war ungefähr rund um 1940. Die Damen sagen 1936, ein Kommentar hat das hochgerechnet und hat gesagt, na, das muss später gewesen sein, das war eher 43 oder 44. Jedenfalls noch lange vor Roswell und Co. So, warum wurde der Herr nun eingeladen? Offenbar aus zwei Gründen. Das eine ist, er war ein Pfarrer, halt ein Unbedeutender von irgendwo und offenbar wurden Leute aus dem ganzen Land zusammengerufen. Aber es gab noch einen anderen Grund. Er war nämlich offenbar verwandt mit dem damaligen Außenminister. Also nicht sehr nahe, Cousin zweiten, dritten Grades. Aber der damalige Außenminister war Cordell Hull. Und das war der längst dienende Außenminister der Vereinigten Staaten. Der hat von 1933 bis 1944 als Secretary of State gedient und ist eine ganz wichtige Persönlichkeit. Nicht nur, dass er den ganzen Zweiten Weltkrieg mitbestimmt hat, sondern auch dadurch, dass er Mitgründer der UNO war. Er hat sogar den Friedensnobelpreis dafür bekommen. Er hat also die Charta oder der UNO, nicht, vielleicht nicht allein, aber mitverfasst während des Kriegs. Er hat bereits an der Nachkriegsarchitektur gearbeitet, noch während der Zweite Weltkrieg getobt hat. Also eine sehr wichtige und berühmte Persönlichkeit und offenbar verwandt mit diesem Pfarrer, Pastor. Und als der in Washington war, hat er gesagt, komm mal mit, ich zeig dir was, ihm und noch einen zweiten. Und sie sind unter dem Kapitol oder zumindest einem Regierungsgebäude hinunter, stiegen um Stiegen um Stiegen um Stiegen um Stiegen, immer tiefer, immer tiefer, dann noch lange Gänge entlang mit verschiedenen Räumen. Und dann hat ihnen offenbar Cordell Hull in diesem Raum, wo sie am Schluss gelandet sind, drei Glasbehälter, also solche Glastubusse, gezeigt mit scheinbar außerirdischen Wesen. Also er hat sie nur Creatures genannt. Und die waren offenbar, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, jeder kann sich das Interview selber anschauen, es ist nicht sehr lang, ich verlinke es sowieso. Jeder von denen war ungefähr einen Meter groß und haben halt ungefähr so ausgeschaut, wie man sich Aliens vorstellt. Etwas, was damals noch niemand kannte. Also Ende der 30er, Anfang der 40er. Und
Daneben war offenbar ein UFO, zumindest ein Teil eines UFOs, aus glänzendem Metall wie Alu oder einem anderen Metall. Und es wurde ihm erlaubt, das anzufassen, das Ding anzuheben. Und offenbar war das Ding sehr groß, aber sehr, sehr leicht. Vielleicht bringe ich jetzt auch Details durcheinander, es ist nicht so wichtig. Für mich ist die Jahreszahl wichtig. Die beiden Damen haben nie in ihrem Leben darüber geredet. Offenbar nur irgendwann einmal hat sich der eine genau bei einer UFO-Forschungsorganisation gemeldet. Nach 40, 50 Jahren Schweigen, ihr Vater ist schon in den 60ern gestorben, weil sie ebenfalls der Meinung war, jemand sollte darüber Bescheid wissen. Und so ist offenbar auch der Herr Cameron auf sie gestoßen. Zwei sehr sympathische, nette, alte Damen, wie sie einen halt zum Kaffee einladen würden oder zum Tee. Und sicher keine Personen, die die Öffentlichkeit suchen. Ja, es ist wieder mal nur Hörensagen. Aber A, warum sollte ein Pastor lügen? B, warum sollte er seine Töchter anlügen, denen er beiden, das hat er ja auch nicht dauernd erzählt und am Stammtisch, sondern in konkreten 1-zu-1-Situationen beiden Töchtern einmal erzählt. Einfach nur, damit das Wissen nicht verloren geht. Wie auch immer, ich finde das nicht uninteressant und das passt auch zu meiner großen Theorie, die ich jetzt präsentieren möchte. Die Verschleierungstheorie. Also ich habe ja noch keinen echten Namen gegeben, ich nenne es jetzt mal die Verschleierungstheorie oder die Geheimhaltungstheorie. Und die große Frage ist einfach, warum wird das alles geheim gehalten und wie und seit wann? Und die Dinge, die ich eben jetzt da gehört und gelesen habe in der letzten Zeit, und nicht zuletzt eben dieses Jesse Michaels Interview und auch dieser Debrief-Artikel, haben bei mir jetzt diese Puzzlestücke zusammengesetzt im Kopf. Ich möchte dazu vielleicht noch etwas sagen. Ich bin kein Investigativjournalist. Meine journalistische Laufbahn bestand hauptsächlich bisher aus Berichten für Kindermedien, auch für andere Medien, zu verschiedenen allgemein gesellschaftlichen Themen, zu Film, zu Buch und so weiter und so weiter. Ich habe das eh schon ein paar Mal erwähnt. Und auch meine eigenen Bücher handeln nicht von esoterischen oder von außerirdischen Themen, sondern von die seltsamsten Vorgänge in Österreich, geheimnisvolle Details rund um Weihnachten. Aber was meine Bücher vor allem, aber auch meine journalistische Karriere sehr bestimmt hat, ist, ich bin jemand, der genau schaut. Der genau schaut und Dinge entdeckt, die andere vielleicht nicht entdecken. Meine ersten Bücher wie das Wiener Sammelsurium oder auch dann Kurioses Wien waren Bücher, in denen ich auf Details hingewiesen habe, die andere Leute nicht kennen oder noch nie gehört haben über Wien oder noch nicht gefunden haben. Seltsamkeiten der unterschiedlichen Art. Also nicht alles war vollkommen verborgen, aber vieles haben die meisten Leute nicht gekannt. Ich habe noch eine Reihe weiterer Bücher dazu geschrieben. Ich habe so einen speziellen Blick für das Spezielle, für das Ungewöhnliche, für, wie ich auch sage, für die Webfehler. Also wenn ich irgendwo bin und mir fällt einfach schnell auf, wenn irgendwo was ist, das nicht dazugehört. Und dieser spezielle Blick, den habe ich zum Beispiel auch bei Filmen. Ich entdecke sehr schnell logische Lücken. Ich entdecke sehr schnell ich bin auch ein recht guter Skriptdoktor. Ich kann Fehler entdecken. Ich merke falsche Anschlüsse und so weiter. Manchmal sind die ja unabsichtlich, weil irgendwas geschnitten wurde. Manchmal sind es echte Fehler. Sowas fällt mir sofort auf. Und auch in der Realität. Und ich beschäftige mich jetzt seit mehreren Jahren intensiv mit dem Thema, seit einem Jahr sehr intensiv. Und ich beobachte die Personen, was sagen sie, wiederholen sie sich, widersprechen sie sich, was gibt es, was die eine Person sagt, was durch eine andere bestätigt wird, egal ob sie sich jetzt kennen oder nicht. Und wie schon gesagt, in diesem Jesse Michaels Interview haben sich so viele Sachen zusammengefunden, dass es für mich langsam ein einheitliches Bild ergibt. Das muss natürlich nicht stimmen. Vielleicht fehlen mir Details. Vielleicht ist einiges davon, was ich im Laufe der letzten Zeit gehört habe, erstunken und erlogen und passt in Wirklichkeit nicht zusammen. Aber ich, für mich, habe eine mittlerweile relativ schlüssige Theorie gefunden, was hinter der ganzen Geheimhaltung, insbesondere der USA, gilt.
steckt, aber das gilt auch für andere Länder. Also analog, über die man weniger weiß, Russland oder China zum Beispiel. Also, die Theorie. Seltsame Sichtungen gab es immer schon, verschiedenster Art. Es gab eine Welle der UFOs in den späten 1890er, 80er Jahre in den USA und in Europa mit fliegenden Holzschiffen, die man gesehen hat, und alles mögliche andere. Das ist dokumentiert, darüber gibt es Berichte, aber eigentlich hat sich niemand sehr für das UFO-Thema interessiert. Ja, es gab schon Science Fiction, spätestens seit Jules Verne, nur noch in den 20er, 30er Jahren gab es schon Science Fiction-Romane, aber es war kein großes Thema. Und vor allem war es nicht allgemein bekannt, wie solche Wesen vielleicht aussehen könnten oder würden. So. Wenn das mit den Wesen unter dem Kapitol stimmt, aus diesem Interview mit den beiden Damen, dann hatte die US-Verwaltung bis zu den höchsten Kreisen bereits in den 30er Jahren Wissen, oder in den frühen 40er Jahren Wissen über UFOs und Außerirdische. Ich sage jetzt mal Außerirdische. Wir wissen, dass es da verschiedene Theorien gibt, was sie sein könnten, verschiedene Arten der Aliens, aber halt der anderen Wesen, der Besucher. Vielleicht war das ein archäologischer Fund. Es wird auch immer wieder behauptet, es gibt archäologische Funde von UFOs. Vielleicht ist eins abgestürzt, man weiß es nicht, aber es war damals jedenfalls noch kein großes Thema. Und es war auch offenbar noch nicht klar, wie man damit umgehen soll. Der Außenminister hat offenbar Pfarrer herbeigerufen, um erstens einmal die Leute zu betreuen, die damit zu tun haben, unmittelbar schon Erfahrungen damit hatten, ihnen seelsorgerischen Dienst zu leisten, vielleicht auch um die sterbenden Außerirdischen zu segnen, keine Ahnung. Offenbar war man jedenfalls der Meinung, das ist ein Thema, das man der Öffentlichkeit nicht präsentieren kann oder soll. Vielleicht auch wegen dem unmittelbar bevorstehenden Krieg oder was auch immer. Es wurde jedenfalls geheim gehalten. Damals noch möglich, dass Leute da vielleicht sogar Panik bekommen würden. Man denke an die Sache mit dieser Radiosendung, ne? Wo eine Invasion vom Mars simuliert wurde und einige Leute offenbar in Panik geraten sind. Könnte man jetzt auch spekulieren, dass das ein Versuch war. Also, ja, möchte mich da jetzt nicht rauslehnen, das ist nicht Teil meiner Theorie. Meine Theorie ist, in den 30er, 40er Jahren wusste die amerikanische Regierung schon über außerirdisches Leben Bescheid. Vermutlich auch die Russen. Die Chinesen, weiß ich nicht, die waren damals mitten in diversen Problemen von Revolutionen über Hungersnöten und so weiter. Die werden eigentlich erst später ein Faktor. Und man hat beschlossen, es der Bevölkerung nicht zu sagen. Warum nicht? Erstens, um keine Unruhe auszulösen und zweitens, weil man ihnen nichts hätte sagen können. Weil man hat nicht gewusst, wer oder was die sind. Ja, es gibt Wesen, ja, es gibt offenbar UFOs, aber wir wissen nicht, was die sind, wo die herkommen und wir können auch nichts gegen sie tun. Warum sollten wir es der Öffentlichkeit sagen? Wir würden sie nur beunruhigen. Bis hinein zu den Atombomben, das kam auch mehrmals vor in verschiedenen Berichten, hat man ja den Leuten gesagt, man kann was machen. Ne? Die Kinder wurden darauf trainiert in den 50er Jahren, bei Alarm unter ihre Tische zu klettern. Ne? Das hätte sie vielleicht vor herabstürzenden Dingen bewahrt, sicher nicht vor einer Atomstrahlung. Aber damals hat man den Leuten gesagt, ja, wenn die Bomben kommt, dann macht sie das und das und dann passt das schon. Also eine Regierung ist immer darauf aus, die Leute in Sicherheit zu wiegen oder zumindest zu versuchen, ihnen das Gefühl der Sicherheit zu geben. In den 40er Jahren gab es dann mehr Sichtungen, die sogenannten Foo Fighters, die rund um die Piloten herumgeflogen sind. Das war auf einmal mehr ein Thema. Mehr Leute haben diese Dinge gesehen. Mehr wurde darüber gesprochen. Auch Bodenstationen haben sie vermutlich beobachtet. Und nach dem Krieg geschah auch einiges. Da gab es noch die schwedischen Geisterraketen, sehr viele wurden da gesichtet und einiges andere. Und dann eben 1947 Roswell. Warum auch immer,
Da gibt es ja viele Theorien wegen Atombombe, dass auf einmal mehr UFOs auftauchen oder wegen Atomstrahlung, dass sie abgestürzt sind wegen elektromagnetischer Strahlung und Pulsen, was auch immer. Darum geht es nicht. Jedenfalls nicht konkret. Es geht eher darum, wie war der Umgang damit? Sagen wir, 1947 sind tatsächlich ein oder zwei UFOs in der Gegend von Roswell gecrashed. Und unter anderem derjenige, der auf diesem Foto drauf sind von Roswell, der die Trümmer hochhält, hat später in späteren Interviews zugegeben, dass das Schwachsinn war. Vor der Kamera haben sie nicht das Material hochgehalten, das sie vorher gefunden haben. Und das war damals ein Ablenkungsmanöver. Darüber gibt es viele Aussagen mittlerweile. Nach Roswell wird im Jahr 1947 die CIA gegründet und die Luftwaffe, die Air Force. Die gab es vorher nicht, die war Teil der Streitkräfte. Also die Flieger waren Teil der Streitkräfte. Auf einmal wird die Air Force gegründet und die CIA. Ich sage nicht, dass sie nur wegen Roswell und wegen den außerirdischen Besuchern, wer auch immer, gegründet worden sind, aber die waren dann da und konnten Dinge tun. Die CIA und die Air Force sind ja bis heute die Hauptverdächtigen für die Verschleierung. Und es schaut so aus, als hätten sie gleich 1947 nach ihrer Gründung damit begonnen. Zusammen mit dem Energieministerium, das es damals noch nicht gab. Aber damals fiel einiges unter die Geheimhaltung der Atombombe, rund um die Atombombe. Das ist überhaupt einer der Gründe, wie man sich vorstellen kann, warum und auf welche Weise die Sachen geheim gehalten wurden. Es war damals Kalter Krieg. Die Russen waren die Verbündeten im Zweiten Weltkrieg, aber danach waren sie der Feind. Und in den 40er, 50er Jahren hatten sie sich immer weiter auseinander bewegt. Es gab den Wettlauf ins Weltraum, Weltraumfahrt, Sputnik und so weiter. Das waren die Gegner. Der Kommunismus oder SSR war der Gegner. Die Idee war also, oder das Wahrscheinlichste in meiner Theorie ist, wenn man das gefunden hat, wollte man das verbergen. Einerseits wollte man verbergen, dass die Feinde erfahren, dass man das hat, und andererseits wollte man daran forschen, um Sachen herauszufinden und daraus herauszubauen, die man verwenden kann. Als Abwehr oder als Waffe. Vollkommen klar. Kalte Kriegslogik. Man hat damals den Leuten vieles nicht gesagt. Über Spionage und sonstige Sachen oder über Umstürze von anderen Regierungen. Und das Manhattan Project, also das Projekt, das die Atombombe gebaut hat, war ein perfekter Rahmen für die Fortführung von Geheimhaltung. Das Projekt rund um die Atombombe war so aufgestellt, dass Leute, die unmittelbar nebeneinander an was gearbeitet haben, nicht gewusst haben, woran der andere arbeitet. Auch Ehepartner, da gibt es viele Geschichten. Es war also ein Muster für die Möglichkeit, Dinge zu verschleiern und zu verhüllen und in kleinste Details aufzuteilen. Mein Hasswort auf Englisch, Compartmentalization. Ich kann das kaum aussprechen. Also die Aufteilung in kleine Schuhschächtelchen, wo keiner vom anderen weiß. Die Struktur war vorhanden. Sie war bereits vorhanden für die Atombombe. Und man konnte das nutzen, um das weiterzuführen, auch für die außerirdische Technik. So meine Theorie. Dann hat man eben den Atom Act beschlossen. Kurz darauf kann man alles nachlesen über die Gründung des Energieministeriums und konnte dort alle möglichen unterbringen unter strengster Geheimhaltung. Alles, was irgendwie Strahlung abgibt, ist unter der Jurisdikatur, also unter der Hoheit des Energieministeriums. Und damit konnte man die Sachen wunderbar verbergen, auch vor dem Kongress zum Teil. Und als die UFOs dann trotzdem immer öfters gesehen wurden und als die Kommunikation darüber immer größer wurde, die 50er Jahre, es gab immer mehr Radiostationen, Zeitungen waren damals noch groß, aber Fernsehen kam auch auf, also die Informationen sind viel schneller weitergegangen, auch nach Roswell.
Und es gab immer mehr Sichtungen, dann wurde eben Projekt Blue Book gegründet, öffentlichkeitswirksam, um den Leuten zu zeigen, wir kümmern uns um diese Sachen. Und vielleicht war das sogar am Anfang ernst gemeint, aber zumindest im Verlaufe der Zeit wurde es dann immer mehr zu einem Doppelspiel. Und die Aufgabe von Projekt Blue Book war immer mehr, alles zu verschleiern. Das ist keine Verschwörungstheorie, das kann man nachlesen. Das weiß man heute ganz genau. Es gibt sehr, sehr viele Dokumente dazu. Und man steht auch ganz genau in diesen Dokumenten, weil damals wusste man noch nicht, dass es später so etwas wie vorher geben wird, also den Freedom of Information Act, dass man die Sachen auch anfordern kann. Also damals wurde offenbar sehr offen darüber kommuniziert, gerade zwischen Militärs und auch Geheimdiensten, dass es notwendig ist, die Öffentlichkeit irre zu führen. Das Thema lächerlich zu machen, alles normal zu erklären und wenn jemand in der Wissenschaft oder auch Journalisten und so weiter oder Mitarbeiter nicht bereit waren, mitzuspielen, wurde auch Druck ausgeübt. Das steht alles in Dokumenten, die man heute nachlesen kann. Sogar auf den Servern von CIA und so weiter. Und es gibt noch eine externe Quelle, die immer wieder zitiert wird, die auch ich schon ein paar Mal zitiert habe. Es gibt ein freigegebenes Dokument der australischen Behörden, auf deren Website von deren Nationalarchiv, wo ein australischer Spion damals genau erforscht hat, was die Amerikaner in den 50er und 60er Jahren gemacht haben, um UFOs zu erforschen und um diese Informationen zu unterdrücken und wie sie die Leute unterdrückt haben. Das war ein Bericht aus den 70er Jahren, der ist mittlerweile freigegeben, kann jeder nachlesen, da steht all das drin, was man erwarten würde. Bestechung, Bedrohung, ja, alles Mögliche. Ab den 70er Jahren war das Thema eigentlich vorbei. Weil Ende der 60er gab es nochmal den Bericht, den Endbericht von Projekt Blue Book, Project Blue Book. Und dann wurde nochmal eine Konferenz gemacht in der, im Parlament. Und damals wurde das Thema endgültig begraben. Wir haben nichts gefunden, es gibt nichts zu finden, das Thema ist uninteressant. Wir kümmern uns auch nicht mehr darum. Und damit war die Sache mehr oder weniger erledigt. Alles war dicht. In mehrfacher Hinsicht. Man hat einfach nicht mehr darüber gesprochen. Wer darüber gesprochen hat, wurde lächerlich gemacht. Und es gab keine neuen Informationen. Das stimmt aber nicht ganz. Es war nämlich nie ganz dicht. Weil eine dieser Mythen über die, ja, so eine Institution kann doch so etwas nicht auf Dauer geheim halten, ja, natürlich nicht. Und es gibt die Leute, es gibt die Aussagen, es gibt die Artikel darüber. Nur waren sie halt vereinzelt und eben, wenn sich wer geäußert hat, wurde er lächerlich gemacht. Das gab ja damals schon seriöse UFO-Forscher. Nicht zuletzt der Leiter von Projekt Blue Book, der dann nachher selbst zum Forscher wurde und Sachen nachgeforscht und auch darüber geschrieben hat. In eigenen Büchern. Also der Herr Hynek war das natürlich. Dennoch war die Sache in den 80er, 90er bis in den 2000ern so eher glosend glimmernd. Es gab immer wieder Highlights. Gerade in den 90ern wurden sehr, sehr viele Interviews mit Roswell-Zeugen gemacht, auf Video und teilweise auch veröffentlicht. Aber natürlich gab es noch kein Internet, es wurde also nicht weit verbreitet. Anfang der 2000er gab es einige größere Anhörungen. Durchaus war der Herr Greer, dem ich ab und zu auch durchaus zugestehe, dass er viel Wichtiges getan hat, ich bin nur heute skeptisch ihm gegenüber, hat seine Disclosure-Sachen gemacht. Und es gab eine große Anhörung, eine Pseudo-Anhörung, auf die ich auch schon ein paar Mal hingewiesen habe, die war super, da waren lauter internationale Augenzeugen, die vor einer Pseudo-Kommission von ehemaligen Parlamentsmitarbeitern ausgesagt haben. Da gibt es Stunden Videomaterial. Das war alles Citizen Hearing, hieß das, glaube ich. Da gab es und gibt es also viele Sachen. Aber sie wurden halt nicht sehr ernst genommen. Ich habe das auch so am Rande verfolgt. Ich war schon überzeugt, dass da was ist. Man hat immer wieder das gehört von der einen oder anderen großen Sichtung oder von dem einen oder anderen Whistleblower. Aber es wurde halt nicht großartig ernst genommen. Und das hat sich dann 2017 geändert. Diese ganze Geheimhaltung hat wunderbar funktioniert durch Air Force, CIA und noch einige andere Institutionen.
mehrere Geheimdienste natürlich. Und 2017, als Elizondo zur New York Times gegangen ist und denen gesagt hat, hallo, wir haben ein Geheimprogramm gehabt. Hallo, willkommen in der neuen UFO-Realität. Diesen Kanal gäbe es nicht ohne den Bericht von 2017. Die meisten Kanäle, die sich damit beschäftigen, gäbe es nicht ohne 2017. Und bei aller Kritik, die manche Leute an Elizondo äußern, hätte der sich nicht 2017 geoutet zusammen mit Christopher Mellon und ein paar anderen, würden wir heute noch immer nicht darüber reden. Und es ist ja auch nicht sofort alles veröffentlicht worden. Offenbar wurde ja dann sogar als Reaktion im Immaculate Constellation gegründet. Weil das Witzige ist ja, das wird sehr selten erwähnt, aber das Witzige ist, das Geheimprogramm, über das Elizondo spricht, als er sich outet, ist ja nicht das Programm. Das Programm, über das jetzt James Vox in seinem Video berichten wird. Die echten Programme, wenn man so will, die echten Geheimprogramme von Militär und CIA, sind ja die, an die die Leute von OSAP und ATIP nicht wirklich herangekommen sind. Ich meine, manche dürften vielleicht herangekommen sein. Hal Puthoff hat das angekündigt in dem Trailer zu James Vox. Darüber habe ich auch eine Analyse gemacht auf dem Kanal. Werde ich auch verlinken. Tatsächlich war das ja nur das oberflächliche Programm. Elizondo und die anderen. Die echten Programme wurden davon ja nicht angesprochen. Und die sind offenbar noch tiefer versunken ab 2017. Da haben sich noch tiefer abgeschottet. Und die Bestrebungen, es geheim zu halten, haben halt zwei Seiten. Darüber hat Elizondo geschrieben, darüber habe ich auch berichtet. Einerseits diejenigen, die noch immer daran forschen und versuchen, damit Sachen herauszufinden für den eigenen Zweck, für sei es jetzt um Profit damit zu machen oder die bösen Feinde abzuwehren. Und andererseits die religiösen Eiferer von Collins Elite, die, wie offenbar schon in den 30er Jahren, die Angst hatten, dass das irgendwie dämonisch ist und dass die Leute vielleicht vom Glauben abfallen oder überhaupt, dass das böse ist, dass man sich damit beschäftigt. Die haben sich seit damals noch mehr eingegraben. Nur arbeitet jetzt der Kongress dagegen. Weil seit 2017 weiß das amerikanische Parlament definitiv, dass sie von ihren eigenen Geheimdiensten und von ihren eigenen Militärs belogen werden. Sonst würden sie das alles nicht tun, was sie seitdem tun. Und sie würden es vor allem nicht überparteilich tun. Alle diese Anstrengungen, alle diese Whistleblower-Gesetze, alle diese Initiativen von Kirsten Gillibrand, von Marco Rubio, von Chuck Schumer und wie sie alle heißen, ja, würden nicht passieren, wenn die nicht angefressen wären, dass ihre eigenen Geheimdienste ihnen nichts sagen. Und seitdem tobt dieser Kampf hinter den Kulissen. Das UAPTF, also die UAP Task Force unter Jay Stratton mit Hilfe Rush, hat ja versucht, da wirklich was aufzudecken. Und dann wurden sie nach ihrem ersten Bericht abgelöst und daraus wurde dann Arrow. Wie wir heute wissen, ist Arrow nicht so ganz der Wahrheit verpflichtet und der Aufdeckung, sondern eben teilweise der Verhüllung. Damit befinden wir uns also, okay, dann war noch 2023, Grush kommt raus, spricht mit News Nation, spricht mit The Brief und spricht vor dem Kongress und erzählt alle diese Sachen brühwarm. Übrigens, weil Leute wie der George Knapp und Corbell immer wieder angegriffen werden und behaupten und gesagt wird, ja, die sagen immer, sie wissen was und dann in Wirklichkeit wissen sie gar nichts. Die beiden wurden im Sommer 2022 von David Grush angesprochen. Sie waren der erste Kontakt von David Grush zu dem ganzen Thema. Und die beiden, Corbell und Knapp, haben bis zum News Nation Interview nichts gesagt dazu. Sie haben Grush intern weitergereicht, insbesondere an Ralph Blumenthal und Leslie Keen als seriöse Journalisten. Und der Plan war eigentlich, das Ganze in der New York Times zu veröffentlichen, weil Corbell und Knapp gewusst haben, sie haben nicht die Schwere, sie haben nicht das Gewicht, um das groß zu verbreiten. Und sie haben nicht darüber geredet, ein Jahr lang. Aber sie haben es gewusst.
das kann man nachweisen. Es gibt sogar Videomaterial ihrer ersten Begegnung mit David Crush. So läuft das. Und ich bin sicher, dass die beiden auch noch mehr wissen, was sie eben jetzt nicht sagen, weil sie es nicht sagen können. Nicht, weil sie geheimnisvoll tun. Gut, das nur als kleiner Exzerpt. Also wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir im sogenannten Disclosure-Herbst, wie ich es genannt habe. Also wo Dinge passieren hintereinander. Einige sind schon passiert, einige werden noch passieren. Was schon passiert ist, ist das Buch Imminent von Lou Elizondo, in dem er sehr viel aufbricht, aufzählt und auch vor allem seine vielen nachherigen Auftritte in Fernsehsendern, ABC, NBC, CBS, CNN, Fox News. Das sind die Sachen, die das Thema weiterbringen. Demnächst kommt, wir wissen noch nicht genau wann, The Program von James Fox. Wie gesagt, auch darüber habe ich schon eine größere Analyse gemacht vom Trailer, in der offenbar wirklich einiges Neues zu sehen sein wird. Und jetzt steigt Netflix in den Ring. Vor 2 Tagen ist bekannt geworden, dass George Knapp dort eine Serie hat. 6 Stunden Videomaterial. Er ist dafür um die ganze Welt geflogen. Und wenn man weiß, George Knapp fliegt nicht gerne oder er reist nicht gerne, weil ihm immer was passiert. Darüber gibt es viele Scherze auf seinem eigenen Podcast. Aber der war jetzt unterwegs von Brasilien bis sonst wo, Mexiko, keine Ahnung, wir werden es dann sehen. Und hat teilweise neues Material und teilweise präsentiert er eben alte Fälle im Detail. Auf einer großen Netflix-Doku. Und das ist nicht die einzige große Netflix-Doku. Noch Ende, also seine kommt, glaube ich, am 8. November raus. Und die jetzt am 30. Oktober startet bereits eine andere Netflix-Doku über einen berühmten Vorfall in Manhattan. Einen Entführungsfall, der von vielen Zeugen beobachtet wurde, unter anderem vom damaligen UN-Generalsekretär. Auch darüber habe ich auf meinem Kanal schon gesprochen. Warten wir ab, was da noch rauskommt. Nun, es scheint so, als gäbe es immer wieder Versuche zu enthüllen. Es gibt Gerüchte, dass es Versuche gab nach Ende des Kalten Kriegs, international das Wissen zu enthüllen. Ich möchte darüber jetzt nicht sehr viel mehr sagen, aber angeblich hätten dann unsere Freunde von außerhalb eingegriffen und hätten dafür gesorgt, dass nicht enthüllt wird. Wie viel daran wahr ist, weiß ich nicht. Vielleicht hört man ja demnächst noch ein bisschen was dazu. Und dann eben der Versuch von George Bush offensichtlich, George W. Bush, Anfang der 2000er zu enthüllen. Und da wurde dann gesagt, na, lieber nicht. Was jetzt der Fall ist, wissen wir nicht genau. Wie gesagt, es gibt noch einige andere Sachen. Disclosure, Matthew Pines hat mehrmals angedeutet, dass eine Person noch in diesem Jahr in die Öffentlichkeit treten wird, um eine Dinge zu bestätigen und zu enthüllen. Und das wäre dann der Coup de Grâce, also der Todesstoß, der dann alles enthüllt und wo man nicht mehr sagen kann, ist nichts. Aber es gibt doch diesen starken Abwehrkampf. Und dieser Abwehrkampf könnte eben einerseits von den Nutznießern dieser Technik geleitet werden und andererseits von Leuten, die das für dämonisch halten, wie Elizondo sagt. Es gibt noch mehrere andere Dinge, die uns bevorstehen. 2 Anhörungen in den USA. Sowohl vor dem Senat mit dem neuen Aero-Chef, als auch vor dem Kongress mit Anna Paulina Luna, Tim Burchett und unter der Leitung von Nancy Mace. Mit zumindest Tim Gallaudet als jemanden, der aussagt, aber vielleicht auch neue Whistleblower. Das heißt, es tut sich noch einiges. Was ich noch sagen wollte, ist wegen der Internationalität. Russland und China, zumindest die, vielleicht auch ein paar andere Länder, wissen wahrscheinlich auch Bescheid, haben wahrscheinlich die eigene, auch die Technik und enthüllen die Sachen aus denselben Gründen nicht, warum die USA sie nicht enthüllen. Sie forschen selbst daran, sie wollen selbst das Spielzeug haben, sie wollen selbst sich technische Überlegungen verschaffen und das ist der Hauptgrund, man hat nichts davon, die Bevölkerung zu informieren. Das sorgt nur für Unruhe, welche Art auch immer. Und vor allem, wenn man sagt, ja, okay, wir wissen, es gibt
da Dinge, die herumfliegen. Und wir wissen, es gibt da irgendwelche Wesen, die vielleicht sogar in jedes Schlafzimmer eindringen können. Und wir können nichts dagegen machen. Sie spielen mit unseren F-22. Sie schalten unsere Atomanlagen ein. Sie hypnotisieren unser Militärpersonal. Kein Staat hat etwas davon zuzugeben, dass der Staat die Bürger nicht schützen kann. Dann gibt es auch die Idee, dass es vielleicht Absprachen gibt, aber gut, lassen wir das mal beiseite. Kurz und gut, aktuell hat kein Staat etwas zu gewinnen. Und was in diesem Debrief-Artikel von dem Herrn Macmillan auch drin gestanden ist, was ich bisher so nicht gesehen habe, ist, dass vielleicht eben nicht nur die Geheimdienste und die CIA da ihr Süppchen kochen, sondern dass die vielleicht die Präsidenten doch mehr eingebunden wurden, als man glaubt. Also vielleicht nicht alle, aber einige. Und die können ja offenbar, wie in diesem Fall von Area 51, mit einem Federstreich Dinge bestimmen, Dinge vertuschen, Dinge geheim halten. Haben sie das gemacht in den letzten Jahren? Was weiß man? Wenn man weiß es in manchen Fällen schon, also gerade was Irakkrieg und lauter so Sachen betrifft, weiß man das, was die Präsidenten teilweise gemacht haben. Aber haben sie es in Sachen UFOs gemacht, weiß man nicht sicher. Aber sie könnten. Und worauf der Herr Macmillan hinweist, ist, würde das jetzt an die Öffentlichkeit kommen, nicht so sehr die Existenz von Außerirdischen und von UFOs, sondern die Tatsache, dass staatliche Institutionen das so lange verdeckt haben, vielleicht auch der Präsident oder manche Präsidenten, würde das zu einer Staatskrise in den USA führen, zu einer Verfassungskrise. Er mutmaßt zum Beispiel, dass möglicherweise dann das Parlament trotz Sponsoren und Lobbyisten, die ja in Amerika groß sind, plötzlich sagen würden, hallo, in der Verfassung steht, die Macht geht vom Volk aus, wir sind die eigentlichen Machthaber. Gut, es gibt Checks and Balances, okay, aber der Präsident hat sich im Laufe der Jahrzehnte eine Machtfülle geholt, die ihm eigentlich nicht zusteht. Und er schreibt wörtlich drinnen, dass es möglich wäre, dass das Parlament sich zusammentut, alle Abgeordneten aller Seiten, und versuchen, den Präsidenten zu entmachten. Das könnten sie durch einige Beschlüsse. Und das Präsidentenamt in den USA, das immer mächtiger geworden ist in den letzten Jahrzehnten, vielleicht herunterstutzen auf so etwas wie einen nominellen Präsidenten, wie man ihn in Deutschland oder auch in Österreich kennt. Also ein Bundespräsident, der halt eher nur so zeremonielle Aufgaben hat. Oder zumindest halt die Machtfülle reduzieren. Das wäre nicht im Interesse vieler Politiker, auch vieler Präsidenten. Und vielleicht auch nicht im Sinne der Gatekeeper, die das also geheim halten. Und darum tobt wahrscheinlich jetzt der Kampf. Und das ist etwas, worauf Elizondo immer wieder hinweist. Er sagt, Geheimnisse haben ein Ablaufdatum, wenn man sie zu lange im Kühlschrank hält, reifen sie nicht wie guter Wein, sondern sie fangen irgendwann mal an zu stinken. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir. Und darum auch das ganze Video. Das ganze Video will eigentlich sagen, hallo Leute, die Sachen werden immer mehr. Es wird immer enger. Die Kurve zieht sich zusammen. Es schaut so aus, als würde sich diese Geheimhaltung einfach nicht mehr aufrechterhalten lassen. Als würde das implodieren oder explodieren, je nachdem. Soft Disclosure oder nicht Soft Disclosure. Vielleicht arbeiten ja auch schon Leute daran, die Öffentlichkeit langsam darauf vorzubereiten. Auch darauf würde einiges hindeuten. Auch darüber habe ich schon mal ein Nachspiel gemacht. Soft Disclosure, Catastrophic Disclosure, Controlled Disclosure, was auch immer. Ich bin jedenfalls ziemlich sicher, dass sich in der nächsten Zeit da einiges tun wird. Und noch etwas. Die Sichtungen häufen sich, und zwar massiv. Wenn man heute ins Internet geht, auf YouTube oder sonst wo, man findet Instagram, man findet massenweise Sichtungen. Videos, Fotos. Natürlich ist vieles davon nichts. Vieles davon falscher Alarm. Und vieles davon kann vielleicht auch gefälscht sein. Aber es gibt auch immer mehr recht überzeugende Sachen. Sachen, die von hunderten Zeugen beobachtet wurden. Wie bei Chris Bledsoe. Das ist dieser Herr, der
selbst Orbs herbeirufen kann, das wird fast jeden Abend macht. Und der hat immer wieder Veranstaltungen, wo Leute zusammenkommen, dann sehen sie Dutzende solche Orbs oder sogar Hunderte. Auf seinem Instagram-Kanal werden die dargestellt. Er hat keine Drohnen raufgeschickt. Was ist es aber dann, was die Leute da sehen? Weil die sehen ja auch wirklich Orbs und die Aufnahmen werden immer besser, die Fotoaufnahmen von dort. Oder vor kurzem bei einer Konferenz, ich weiß nicht, ob die jetzt in Kanada war oder in den USA irgendwo, gab es ebenfalls Massensichtungen von UFOs in einer Flugverbotszone, in einer Drohnenverbotszone über dem Hotel. China, in China gibt es immer wieder Sichtungen, die auch mittlerweile ins Netz fallen, weil die haben doch, zwar haben sie nicht unsere Medien dort, aber sie haben ihre eigenen sozialen Medien. Auch dort verbreitet sich das extrem. Da gibt es eine Seite, die ist, glaube ich, sowas wie TikTok, der ist Bilibili. Da ist es voll von UFO-Sichtungen. Und auch in Indien und ich weiß nicht wo. Wie gesagt, viel davon ist wahrscheinlich normal erklärbar oder eine Fälschung, aber auch die guten und die schwer zu erklärenden Sachen nehmen zu. Kommen unsere Freunde von außerhalb jetzt öfters? Zeigen sie sich öfters? Ich weiß es nicht. Vielleicht werden auch unsere Sensoren besser. Ich habe auch einen großen Bericht darüber gemacht, über diese große Studie, die in New York gemacht wurde, wo vor der Küste von New York über ein Jahr lang beobachtet wurde mit verschiedenen Sensoren und Dutzende Objekte aufgenommen worden sind, auch viele, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht. Vielleicht werden auch unsere Sensoren einfach besser. Und wenn man diesen Whistleblowern glaubt, nicht nur der oder der Person, der neuen Person von Schellenberger, sondern eben zum Beispiel auch der Sarah Gamm, die vor kurzem ein großes Interview gegeben hat für Matt Ford, auch darüber habe ich ein Nachspiel gemacht, gibt es diese tollen Videos und diese tollen Fotos, halt unter Verschluss. Im Pentagon, unter Immaculate Constellation oder sonst wie. Ich kann mich natürlich irren, aber es fühlt sich so an, als würden wir auf einen Kulminationspunkt zusteuern. Als würde sich das alles irgendwann nicht mehr geheim halten lassen. Was immer es auch ist, ich bin immer noch offen dafür, dass es sich um ganz was anderes handelt. Für Geheimprojekte der USA, was weiß ich. Ja? Noch ein Aspekt, ein ganz kurzer, den ich jetzt nicht erwähnt habe, aber parallel zur Geheimhaltung von den Sichtungen über die Jahrzehnte gab es vielleicht auch eine Geheimhaltung von Wissenschaft. Das kommt auch im Jesse Michaels Video vor. Und darüber wird auch öfters geredet, weil es gab bis in die 60er eine hochaktive Suche nach Antigravitationstechnologie und Möglichkeiten und die ist dann abgeschnitten. Und einer hat im Interview mit, im Jesse Michaels Bericht kam das kurz vor, in einem Interview gesagt, ein Forscher, dass es Wissenschaft gibt, die geheim gehalten wird, die klassifiziert ist. Und das weiß man von der Atombombe, aber es ist nicht das Einzige vielleicht. Vielleicht, und das ist eine Theorie vom Herrn Weinstein, Eric Weinstein, der Weinstein, was auch immer, Weinstein. Jedenfalls hat der gesagt, immer wieder, dass er glaubt, dass tatsächlich die Wissenschaftler teilweise abgezogen worden sind, vielleicht ins Energieministerium oder sonst wohin, und dass es eine geheim gehaltene Wissenschaft parallel zu der offiziellen gibt. Die offizielle spielt sich mit Schuhbändern, also Stringtheorie, oder forscht an ein paar anderen Sachen, Gravitationsvereinigung, die sie irgendwie nicht hinkriegen, die Vereinheitlichung aller Dinge. Und vielleicht gibt es aber schon seit 50 Jahren parallel dazu existierende sehr wohl Geheimtechnik. Ich bin kein großer Fan von der Idee, dass viel, was da herumschwirrt, vielleicht bereits geheim gehaltene Technik ist, keine Ahnung. Aber es wäre möglich, zumindest die Forschung wäre möglich. Und könnte die USA und andere Länder Physik geheim halten? Ja, könnten sie. Weil sie es bereits getan haben. Und vielleicht tun sie es noch immer. Das noch so als weiterer Aspekt dazu. Also zusammengefasst, man war in den 30ern mit einem Phänomen konfrontiert, mit dem man nicht wusste, was man tun sollte. Ab den 40ern wurde das Phänomen immer realer und man beschloss, es vor der Öffentlichkeit möglichst zu verbergen, auch wegen dem Kalten Krieg. Dann aus eigenen Interessen, das Ganze wurde zu einem Selbstläufer an Geheimhaltung, die auch immer besser wurde, durch immer bessere
Abschottungen, durch immer bessere Drohungen. Und jetzt durch Whistleblower, durch freigegebene Dokumente, durch das Internet und durch das, dadurch, dass die Leute miteinander sprechen und schneller kommunizieren, lässt es sich vielleicht nicht mehr geheim halten. Das wäre kurz zusammengefasst meine Theorie und eben auch die Gründe, warum man das getan hat. Und die Gründe gelten, wie gesagt, nicht nur für die USA, die würden genauso leicht verändert auch für die Russen und für die Chinesen gelten. Habe ich recht? Wer weiß. Vielleicht zeigt sich das bereits in den nächsten Wochen. Es ist denkbar. Und wer diese Entwicklungen nicht verpassen will, der wird am besten, der abonniert am besten jetzt den Kanal. Also Abo einschalten, das geht auch während dem Schauen. Und dann vielleicht später die Benachrichtigungen noch mal einschalten. Ich bleibe dran mit einer wöchentlichen Berichterstattung im UFO-TV aktuell, wie der Kanal offiziell heißt, mit Breaking News, mit Besprechungen wie dem, mit Interviews. Es gibt noch viele Aspekte, die man dann noch berücksichtigen müsste. Wie gesagt, wer sind die Besucher wirklich? Was wollen sie wirklich? Was hat es mit der Psyche zu tun, mit den Paranormalen? Also wer das alles mitverfolgen möchte, den Kanal abonnieren. Und wer mich unterstützen möchte, man kann Kanalmitglied werden, dann gibt es ab und zu Updates und andere Kleinigkeiten. Man kann mir was spenden über Super Thanks oder durch eine Spendenbox, Link in der Beschreibung. Man kann das weiterverbreiten, das wäre sowieso wichtig. Man kann kommentieren, bitte kommentieren. Es gibt genug Themen in diesem Video, die kommentierbar sind, oder wo es wichtig oder wo man das kommentieren könnte. Ja, und ich stehe auch für Podcast-Auftritte zur Verfügung, für Interviews und für Vorträge. Da habe ich schon einige gehalten, einige kommen auch noch demnächst. Wenn welche davon öffentlich sind, werde ich sie ankündigen, damit auch Leute dazu kommen können. Derzeit sind die meisten Anfragen, die ich habe, eher privat. Aber ich komme auch zu privaten Vorträgen. Ansonsten könnte es sein, dass auch in den nächsten Wochen noch etwas von mir zu diesem Thema passiert? Mehr möchte ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Aber wer den Kanal abonniert, wird auch davon rechtzeitig informiert. Damit wäre für diesmal alles gesagt. Lasst mich wissen, was ihr von meiner Theorie haltet oder von den anderen Dingen, über die ich angesprochen habe. Damit verabschiede ich mich auf ein baldiges Wiedersehen auf meinem Kanal. Wie gesagt, jede Woche eine halbe Stunde News. Mit meiner üblichen Abschiedsformel. Immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal.